Als später seine Frau an den Backofen kam, war sie sehr verwundert, dass nur noch ein Berg Asche von ihrem Manne zu finden war. Lisette und Grisette, welche sie betrübt sahen, trösteten sie aufs Beste, aber beide fürchteten, ihr Schmerz möchte zu schnell aufhören und die Lust wach werden, sie als Salat zu verspeisen, wie sie es schon früher gewollt hatte. Deshalb sagten sie zu ihr: »Fasset Mut, liebe Frau, ihr werdet einen König oder Grafen finden, der euch gern heiraten wird.« Sie lächelte ein wenig und zeigte dabei ihre Zähne, so lang wie Finger. Als die Mädchen sie in so guter Laune sahen, sprach Finette zu ihr: »Wenn ihr die entsetzlichen Felle ablegen wolltet, die ihr tragt, und euch nach der Mode kleidet, so würden wir euch schön frisieren, und ihr wäret prächtig wie ein Stern.« »Nun, wir wollen sehen, ob du es verstehst«, entgegnete sie, »aber sei versichert, wenn andere Damen hübscher sind als ich, so hacke ich dich klein wie Pastetenfleisch.« Da nahmen ihr die beiden Prinzessinnen die Mütze ab und fingen an, sie zu kämmen und zu frisieren, während Finette ein Beil ergriff und ihr rückwärts einen solchen Schlag versetzte, dass ihr Kopf vom Rumpfe fiel. Jetzt waren sie sehr froh, stiegen auf das Dach des Hauses und belustigten sich damit, die goldenen Glöckchen klingen zu lassen. Dann liefen sie durch alle Zimmer, welche von Perlen und Diamanten voll waren und worin Möbel standen, so schön, dass es eine Lust war, sie anzusehen. Sie lachten und sangen, nichts fehlte ihnen. Getreide, Zuckerwerk, Obst und Puppen waren im Überfluss da. Lisette und Grisette legten sich in Betten aus Goldbrokat und Samt und sprachen zueinander: »Wir sind jetzt reicher, als unser Vater war, da er noch sein Reich hatte. Aber wir müssen heiraten. Hierher kommt niemand, denn man hält dieses Haus für eine Mörderhöhle, da man nicht weiß, dass der Menschenfresser und seine Frau tot sind.«